Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Session in der Let's Play Hölle. Hier mit Yakinator, dem teuflischen Let's Player, und Yakinator, dem Weisen, unserem krassen, überteuflischen Mega-Rächer, der durch eine höllenerleuchtete Version von Caradia läuft. Gut, okay, ich war jetzt kurz im falschen Let's Play. Machen wir das nochmal richtig. Wir laden erstmal unser neues Spiel. Und dann sage ich euch, welches Spiel wir überhaupt Let's Playen. Für alle die neu dabei sind. Tag 185. Launching Game. Und jetzt nochmal. Also, hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Session von Let's Play Mount & Blade Solo. Mit mir, dem Yakinator. Und Yakinator, dem Weisen. Unserem krassen Rächer für Recht und Gerechtigkeit, den Ritter der rostigen Rose, der hier unterwegs ist, um dem Spielziel entgegenzustürmen. So, und wir haben aufgehört in Yalen, nachdem wir so ein bisschen durch die Lande gezogen sind, um mal zu gucken, wo es hier überall Rüstungen gibt und wo nicht. Und jetzt sind wir schon fast durchs ganze Land gelaufen. Jetzt werden wir mal hier so nach Suno und dann nach Craven eventuell. Und dann müssen wir auch noch die ganzen Curor und Kudan abdecken. Ah, das machen wir jetzt alles. Denn wir wollen ja unsere super mega krasse Riesenrüstung suchen. Ja, und während wir jetzt loslaufen und lustigen Quatsch machen und ganz viele Leute abmetzeln hier und ganz viele, nee, Sea Raider Gruppen werden es diesmal nicht sein. Aber was ist das hier zum Beispiel? Eine Karawane, eine swadische Karawane. Wir haben 100%. Wir gucken mal rein, was haben wir im Inventar alles drin. Karawanen heißt viele Reiter und wenige Bogenschützen eigentlich. Wir schauen mal. 11. Ah, okay, sind doch eine ganze Menge. 23. Und 33 Pferde. Und ich würde mal sagen, da stürzen wir uns jetzt erstmal rein. Denn wir brauchen auch Geld. Und wenn wir erstmal diese Karawane hier besiegt haben, dann können wir ruhig nach Suno tingeln. Und es uns dort gemütlich machen. Und die ganze Karawane und alles, was sie dabei hatte. Und die Pferde und die Leute verkaufen. Juhu. So, wir gucken nochmal auf unseren Charakter. Und jetzt fange ich schon wieder an, hier rum zu emmen. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Das muss ich jetzt mal wirklich unterdrücken. Wir fangen jetzt an gleich. Und, oh, wir haben ja noch eine Quest von King Yarogleck offen. Wir müssen ihm noch 6 Vigia Knights bringen. Wir haben auch noch relativ viel Zeit dafür. 96 Tage. Nun gut. Ich glaube, das können wir erstmal lassen. Da werden wir später dann noch dazu kommen. Aha. So. Okay. Jetzt habe ich schon wieder M gesagt. Meine Güte. Yakinator der Weise ist bereit. Und los geht's. Ah ne, ich verlasse die ganze Chose mal. Und dann gucke ich mal. Ah ja, okay. Der Heavy Charger ist ausgerüstet. So muss das sein. Und jetzt geht's der Karawan an den Kragen. Aha, hand over your gold and valuables. Natürlich, haha, ihr werdet es nicht glauben, aber ein einzelner Reiter wird euch überfallen und euch alles wegnehmen, was ihr habt. Und ja, wir fangen mal an. Am besten hier mit der Lanze. Und die Riesenreiterhorde kommt auf uns zugestürmt. Juhu, das wird spaßig. Ach, eigentlich brauchen wir die Lanze gar nicht so richtig. Ja doch, wir brauchen sie schon, um hier durchzukommen. Und jetzt heißt es, Yakinator, weiche, beziehungsweise fliehe, denn es sind viele, viele Reiter diesmal. Viele, viele, viele Reiter. Viele, viele Reiter. Meine Güte. 33 an der Zahl. Und 1 fix 3 bleiben wir hier irgendwo hängen. Oder auch nicht. Nee, wir können nochmal fliehen. Meine Güte. Eieieiei. Da habe ich mir was aufgebürdet jetzt. Hätten wir vielleicht doch mal lieber mit unserem zuverlässigen Hunter losreiten sollen. Wir sind nämlich jetzt geschwindigkeitstechnisch relativ unterlegen. Obwohl wir hier immer ordentlich Schaden verursachen und uns die paar Pfeile, die wir abkriegen, nicht jucken. Aber die Gefahr, dass wir halt in so eine in so einen Reiterpulk reingeraten, die ist halt unglaublich riesig. Deswegen, wir müssen ständig unser Tempo wechseln und das erfordert einiges an Aufmerksamkeit. Wir müssen uns umschauen, wir müssen gucken, kommen da noch irgendwo andere Pferde? So. Jetzt, da muss man immer aufpassen, aber irgendwann muss man die halt immer schneiden, sonst überholen die einen und versperren einem den Weg. Irgendwann muss man immer in diese
Reitergruppe dann reinlaufen. Also erst hier so außen vorbei. Ich zeig's euch. Außen vorbei. Hauen so viele runter vom Pferd, wie wir können. Und kommen jetzt hoffentlich nicht zur Levelbegrenzung. Und dann müssen wir versuchen, hier auszubrechen. Und zwar hinter den ersten, die neben uns reiten. So wie ich es gerade gemacht habe. Und dann am besten noch, ohne irgendwie Schaden zu kassieren. Au! Ja, jetzt haben die natürlich den Vorteil. Jetzt reiten die hier in uns rein. Und ganz schnell raus hier. Ganz schnell raus hier, dachte ich. Gott sei Dank haben wir eine super Rüstung und es wird wenig Schaden verursacht. Natürlich könnte die Rüstung noch superer sein. Und es ist ja schließlich auch eines unserer Hauptziele hier, die supererste Rüstung zu finden. Genau. So, zack und zack. Und erst jetzt lichten sich die Reihen der Reiter etwas. Und wir haben überhaupt eine Chance, hier irgendwie sinnvoll und gezielt uns zur Wehr zu setzen. Natürlich, die Bodentruppen darf man eigentlich nicht vernachlässigen. Mache ich aber gerade im Moment. Die machen jetzt auch nicht so einen riesigen Schaden, weil da können wir einfach durchrennen. Bei den Pferden, wenn wir da dagegen rennen, dann haben wir echt die Arschkarte gezogen. Deswegen gilt jetzt den Pferden auf jeden Fall erstmal unsere gesteigerte Aufmerksamkeit hier. Und jetzt kann ich gar nicht über das ganze Zeug erzählen, worüber ich eigentlich noch erzählen wollte. Meine Güte, es gibt Neuigkeiten, ja? Ich hatte es ja schon mal kurz erwähnt in der letzten Session, die ich aufgenommen habe, so Let's Play-mäßig. Dass bald mal ein neues Let's Play dran ist. Und ich hatte auch gesagt, welches. Und zwar hatte ich ja erstmal gesagt, XCOM. Ja, und XCOM hört sich gut an. Allerdings weiß ich nicht, wann XCOM irgendwann rauskommt. Und andererseits hatte ich ja gesagt, ja, Rome Total War wäre auch noch eine Option. Und ich muss sagen, diese Idee reift in mir immer weiter. Und ich schätze, es wird vielleicht dazu kommen, dass wir demnächst durch Europa streifen und das römische Imperium ein bisschen aufbauen. Denn wir haben ja noch 4 Let's Plays jetzt. So. Und ich muss sagen, damit bin ich schon richtig gut ausgelastet. Habt ihr ja vielleicht auch gemerkt, ich kann nicht von jedem Let's Play jeden Tag eine Folge rausbringen. Geschweige denn von 3 dieser Let's Plays jeden Tag eine Folge. Es ist eher so 2 und, naja, pro Let's Play erscheinen ja pro Woche so, naja, sag ich mal, 1 bis 4 Folgen. 1 bis 4 oder 5 Folgen. So würde ich das mal einschätzen. Und, ja, naja, da ist die Kontinuität nicht besonders hoch. Und wenn ich jetzt noch ein Let's Play machen würde, noch ein zusätzliches, also 5 Let's Plays, meine Güte, da müsste ich erstmal ganz viel Freizeit noch mit reinstecken, ins Aufnehmen, denn es ist halt 1 Stunde pro Woche. Aufnehmen und bearbeiten ist dann auch nochmal 1 bis 1,5 oder 2 Stunden. Ja, und da kommt einiges zusammen und das kann ich mir, da wird mein Hobby dann ein bisschen übermächtig. Und dann sage ich mir, nee, da mache ich doch lieber 4 Let's Plays. Aber ich will ja Rome Total War jetzt unbedingt anfangen zu Let's Play noch bald, damit mal was Neues kommt auch. Und ja, dementsprechend ist mir dann auch zu Kopf gestiegen, dass eines dieser Let's Plays hier, eines meiner 4 Let's Plays, bald weichen wird. Eventuell auch dann schon, wenn wir es noch nicht zu Ende gespielt haben. Aber wahrscheinlich spielen wir das dann zu Ende. Und ich kann euch ja sagen, welche Spiele ich da im Auge habe. Welche das sein könnten. Welche Spiele auch ein Ende haben, sage ich mal. Und das wären Pirates. Da haben wir ein eindeutig definiertes Spielziel, nämlich unsere Verwandtschaft zu retten und diesen bösen Ohrmotz zu killen. Ja, also das ist irgendwann zu Ende. Oder halt The Last Days, das ist auch irgendwann zu Ende, beziehungsweise irgendwann ist der Ringkrieg dann vorbei und das wird abgerechnet am Ende. Und ja, also diese beiden Alternativen haben wir. Und naja, inzwischen habe ich mir gedacht, naja, ich wollte mich eigentlich schon für eins entscheiden, habe mir dann aber gedacht, dann frage ich vielleicht doch erstmal die Leute, die sich die Videos angucken, wie es aussieht, was wir weitermachen sollen. Also wir haben ja, einerseits haben wir ja schon einen Mountain Blade Let's Play. Das heißt, das wäre ein Argument gegen The Last Days. Und dieses Mountain Blade Let's Play hier, das werden wir sicherlich noch eine Weile weiterführen. Andererseits, jetzt kommt das Argument praktisch für Pirates. Gegen Pirates, meine Güte. Pirates ist ganz schön repetitiv inzwischen geworden und es sind immer dieselben Abläufe. Ich meine, bei Mountain Blade ist es auch so, aber da ist es irgendwie noch spannend durch die Technik, die man da einsetzen muss. Und bei Pirates, so, wenn man den Dreh einmal raus hat, also wirklich immer nur dieses stupide Abarbeiten von irgendwelchen Aufgaben, abgesehen mal von dem einen oder anderen bösen Schwertkampf, das merkt man halt. So, ich bin siegreich, natürlich. Und das merkt man halt in der Langzeitmotivation und ich habe mich letztes Mal dabei ertappt, wie ich bei Pirates mir gedacht habe, ach du meine Güte. Das ist ja irgendwie, nee, kein Bock drauf heute.
Und das ist mir vorher noch nie so richtig dolle passiert. Aber diesmal war es soweit. Und ich musste mich echt überwinden, dieses Let's Play zu machen. Meine Güte. Ja, es ist jetzt nicht super schlecht geworden oder sowas. Aber keine Ahnung. Also ich denke, so schlecht war es nicht. Aber ja, man merkt dann doch, wenn man mit geringer Motivation an die ganze Sache herangeht, ja, dann verflacht das auch alles so ein bisschen und man verliert sich so in irgendwelchen Phrasen. Und ach, man merkt schon richtig, also dann hört man demjenigen, also mir in diesem Falle, auch schon richtig an, dass ich keinen Bock habe. Da kann ich gar nichts gegen machen. Also ich kann das nicht einfach vortäuschen, dass ich Bock habe, obwohl ich keinen Bock habe. Naja, ihr wisst schon, was ich meine. Ja, und deswegen dachte ich mir, naja, vielleicht könnte man Pirates als erstes beenden. Es ist vielleicht auch nicht mehr so lange, also so viele Folgen, vielleicht noch 20 Stück oder so, bis das Ding zu Ende ist. Wir können ja vielleicht auch ein bisschen, nee, cheaten will ich eigentlich nicht. Aber wenn wir es geschickt anstellen und wirklich sehr effektiv arbeiten, dann können wir es schaffen. Oh, jetzt habe ich die Maus ein bisschen ruhen lassen, habe mich hier in den Sessel zurückgelehnt und ein bisschen geredet. Ja, und vielleicht brechen wir das auch einfach vorher ab, wenn ich dann sage, ich habe keinen Bock mehr. Und wenn die Zuschauerzahlen jetzt auch nicht so super toll sind, na, nee, Quatsch, ich entscheide hier nicht nach Quote. Nee, aber also kann sein, dass Pirates irgendwann wach runtergehen wird. Ja, und ihr dürft euch jetzt entscheiden zwischen The Last Days und Pirates, was sollen wir dumpen, so vielleicht auch beide so. Das wäre auch eine Idee, dann hätte ich zwei Let's Plays, auf die ich mich voll konzentrieren könnte und dann käme halt noch Rome Total War dazu. Da bin ich auch sehr motiviert, denn sowas haben wir auch noch nie gemacht. Oh Mann, ich quatsch hier und es passiert einfach nichts. Wir haben auch hier überhaupt nichts in den Taschen. Nun gut. Ach, jetzt haben wir die ich dachte, ich bin hier beim Händler inzwischen. Jetzt haben wir die Karawane ziehen lassen. Wie dumm von mir. Naja, aber das Gelabere war es wert. So. Nach Suno wollten wir, ne? Aber jetzt können wir erstmal diese Looter hier fertig machen. Zur Rache. So, charge the enemy. Diesmal werden wir nicht aufgeben, wie uns das auch schon mal passiert ist. Ach, und diesmal nehmen wir wieder unseren Bogen mit. Ach so, oder wir machen das einfach mal so. Ja, los. Wir laufen mal zu Fuß und hauen aber ein paar Looter weg hier. Ja, und ich bitte euch, sagt doch mal Bescheid. Wofür sollen wir uns entscheiden? Was soll weitergeführt werden? Mountain Blade, The Last Days. Oder Pirates. Was ist euer Favorit? Und wo sind die Looter? Ah, da hinten. Ich sehe sie schon am Horizont. Ja, da sind die Looter, die wir gleich mal wegmetzeln werden. Ja, also Pirates oder Mountain Blade, The Last Days. Ihr könnt euch entscheiden. Sagt mir Bescheid. Ein bisschen Zeit habt ihr ja noch. Einfach in die Kommentare unter diesem Video reinhauen, das Ding. Einfach sagen, wofür man ist oder wofür nicht. Haha, dadurch kriege ich voll die Kommentare. Und ich werde auf der YouTube-Startseite angezeigt, wenn ihr es richtig macht. Ja, und dann sagt einfach Bescheid. Und dann wird das schon. Und... ja. Lasst mich doch mal ausreden, Mensch. Ihr stöhnt hier alle rum. Oh, oh. So, komm her. Ja, ja, so sieht's aus. So schnell geht das. Ein paar Mal haben sie uns getroffen, aber ich glaube, wir haben nicht so viel Schaden erlitten eigentlich. Okay. Dafür kriegen wir jetzt nur Billigkram. Schade, schade. So, und weiter geht's. Ach so, wir wollten nach Suno und... Ach, Mann. Jetzt setzt die Verpeilung wirklich ein. Also, wir wollten nach Suno. Und dann wollten wir gucken, was jetzt mit den Rüstungen los ist. Warum haben wir das nicht gemacht? Wie gesagt, da habe ich mich total ausgeklinkt aus dem Spiel und versucht hier einfach rumzulabern. Naja, okay. Hat ja vielleicht auch seinen Sinn gehabt. Jetzt wisst ihr wieder Bescheid, wie es aussieht bei meinen tollen Let's Play, den ich hier noch habe. So, wir disguisen uns und schleichen uns in die Stadt und gehen zum Marktplatz und gehen... Ach nee, da waren wir schon. Tempered haben wir schon. Haha. So, 43.000 Goldmünzchen haben wir. Strong Robo haben wir auch schon. Amor... Rusty Plate Armor, Rusty Plate Armor, Lordly Gauntlets wieder mal. Lordly Gauntlets. Ah, guck mal, die können wir uns sogar fast leisten. Aber nein, wir warten natürlich auf das Plattenpanzerungsdingsbums. So, Headback. Ja, und Rome, warum eigentlich? Ja, naja, hat viele Gründe bei mir. Also Rome... Achso, bevor ich weiterrede, werde ich mal sagen... es ist jetzt eine ziemliche Ausnahme, dass wir wirklich mal hier off-game die ganze Zeit Kommentare abgeben. Normalerweise bin ich ein bisschen mehr im Spiel drin. Das wisst ihr ja auch. Lasst euch davon nicht ablenken. Guckt einfach, was ich hier Verpeiltes anstelle.
und genießt es. Ja, warum spiele ich Rome Total War demnächst?